Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr zufrieden. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestern. Okay, es geht los. Ich war. Die Startphase erledigt. Jetzt lass uns darauf aufbauen. We'll be right back.
gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,6 Sekunden. Abstand zum Hintermann beträgt 15,8 Sekunden. Tolle Leistung! Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Was für eine fahrerische Leistung die Ferrari heute den Sieg eingebracht hat. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Jeder Fahrer muss sein Bestes geben, um mit solchen Bedingungen zurechtzukommen. Und es war wirklich etwas Besonderes zu sehen, dass sie sich an die Spitze kämpfen konnten. Er hat den Grip nicht verloren, immer die Ideallinie gefunden und war dazu noch selbstbewusst genug, um aufs Gas zu steigen. Dadurch konnte er heute den ersten Platz erkämpfen. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel.